Du hörst den Darmglück-Podcast Folge 97. In dieser Episode spreche ich mit Till Ebner von Upfit über das Thema Abnehmen, Zunehmen und wie du da mit Sport unterstützen kannst. Und natürlich kommt auch das Thema Ernährung nicht zu kurz. Willkommen zum Darmglück-Podcast. Dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Hier spricht Julia Gruber, deine Gastgeberin, und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Und zwar ist das der Till Ebner von Upfit. Till ist Sportwissenschaftler, er ist Diplom-Sportwissenschaftler für Training und Leistung, ist Personal Trainer, hat schon ganz viel gemacht in seinem Leben. Er hat zum Beispiel Diagnostik und Trainingsplanung beim FC Köln gemacht, hat eine eigene Firma als Personal Trainer und macht Ernährungsberatung und Diagnostik. Er arbeitet bei Upfit, worüber wir noch sprechen werden. Er ist Dozent an der Hochschule Fresenius seit 2019 für Sportpsychologie und Gesundheitspsychologie. Und was noch lustig ist, er hat schon viermal teilgenommen bei den Ninja Warrior Games Germany und war einmal im Finale und einmal im Halbfinale. Also du siehst, ein sehr sportlicher Mensch, und genau darüber werde ich mit ihm auch sprechen. Ich habe bei ihm im Podcast auch schon ein Interview gemacht und das war wirklich so sympathisch und so nett. Da habe ich gesagt, du musst unbedingt auch bei mir in den Podcast kommen, weil ich kriege ja auch immer wieder Fragen zum Thema Sport. Soll ich Sport machen? Hilft das beim Abnehmen? Wenn ja, was soll ich für einen Sport machen? Soll ich lieber Krafttraining oder lieber Ausdauer? Und da habe ich gedacht, also ich hole lieber mal einen Experten hier mit ins Boot, damit ihr auch mal seht, wen ihr vielleicht auch mal fragen könnt, wenn ihr solche konkreten Fragen habt zum Thema Training. Und außerdem konnte ich ihm natürlich meine brennenden Fragen stellen. Ein Thema, was mir noch wichtig war, weil es auch immer wieder angesprochen wird, ist das Thema Zunehmen. Ich denke, gerade Menschen, die mit dem Darm ein Thema haben, haben eben oft auch einerseits entweder Übergewicht, aber oft eben auch Untergewicht. Das ist gar nicht so selten, dass Menschen mich anschreiben und sagen, ich habe eher das Problem, dass ich nicht zunehmen kann. Und da wollte ich mal auch noch die Meinung von einem Sportwissenschaftler hören dazu, was man da machen kann. Ich kann natürlich gerne auch mal noch eine separate Folge zum Thema Zunehmen machen, wenn euch das interessiert. Also schreibt mir gerne, wenn das vielleicht mal noch ein Thema wäre. Jetzt geht's aber zum Interview mit dem lieben Till. Und hier haben wir vor allem über das Thema Motivation gesprochen. Also wie motiviere ich mich überhaupt für den Sport? Dann auch, welche Sportarten wären vielleicht gut für dich oder wie kannst du rausfinden, welche das gut für dich sind. Aber natürlich sprechen wir eben auch über das Thema Ernährung und warum Sport alleine eben auch nicht die Lösung ist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview und bin gespannt auf dein Feedback. So, ich freue mich sehr, dass ich heute den lieben Till Ebner zu Gast habe. Herzlich willkommen, Till, und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, danke, Julia. Ich freue mich, dass ich dir ein Interview geben darf. Wir haben uns ja vorgenommen, heute mal so ein bisschen über das Thema Sport und auch Motivation zum Sport zu sprechen, unter anderem. Und ich wollte dich mal fragen, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen oder warum hat das so einen wichtigen Teil in deinem Leben eingenommen? Das ist eine sehr gute Frage, mit der habe ich nicht gerechnet. Nein, ich habe tatsächlich, ich glaube, jedes Kind hat einen sehr starken Bewegungsdrang. Und die Frage ist immer, wie sehr das im Laufe des Lebens eingeschränkt wird. Und das beginnt ja bei den meisten spätestens in der Schule, dass dort eine ganz starke Einschränkung stattfindet von diesem natürlichen Bewegungsdrang. Und insofern, bei mir war das so, dass ich dann sehr schnell in Sportvereine gekommen bin. Das ist natürlich dann auch den Eltern geschuldet. Und da muss ich denen auch sehr dankbar sein, dass sie mich dort reingebracht haben. Und ich war früher hyperaktiv als Kind, muss man dazu auch sagen. Ich hatte so Hyperaktivitätssymptome. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass man sich bewegt und die ganze Energie, die da so ist, auch einfach rauslässt.
Und insofern habe ich sehr früh für mich gemerkt, was es auch mental mit einem macht, wenn man regelmäßig Sport treibt, sich regelmäßig bewegt. Und wie einem das auch Klarheit verschaffen kann, Denkprozesse anstoßen kann und einem insgesamt einfach ein gutes Gefühl gibt. Und insofern war das für mich immer vorgezeichnet, dass ich auf jeden Fall bei der Bewegung immer dabei bleibe. Und ich habe mich dann später auch sehr stark dafür interessiert, welche Mechanismen dahinter stecken. Also was genau bewirkt Bewegung und Sport im Körper? Welche Arten von Sport bewirken was? Und insofern bin ich dann später über das Sportstudium zum Diplom-Sportwissenschaftler geworden und bin im Sportbereich dann auch beruflich treu geblieben. Seit 10 Jahren Personal Trainer und ja, seit 4 Jahren jetzt auch mit der Plattform Upfit, wo wir das versuchen, bestmöglich zu vermitteln. Klasse. Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen angetönt, was so der Vorteil von Sport sein kann. Also für die meisten, sage ich jetzt mal, die mich so kontaktieren oder fragen, ja, wie sieht's aus mit Sport, ist die Motivation eigentlich das Gewicht. Also ja, quasi die Frage kommt halt sehr häufig, ja, muss ich Sport machen zum Abnehmen oder hilft Sport, damit ich schneller abnehme? Jetzt mal abgesehen von Abnehmen, was sind sonst noch so Vorteile von Sport? Also wir haben ganz, ganz viele präventive Aspekte, die durch Sport abgedeckt werden. Also da geht es um chronisch degenerative Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch der Schutz vom gesamten Knorpelsystem, also die Abnutzung, die wir versuchen zu verlangsamen durch eben Sport, der präventiv wirkt. Und wir haben auch auf kognitive Prozesse einen ganz, ganz starken Effekt. Also da geht es um eben den Fokus und die Konzentrationsfähigkeit, wo wir einen starken Einfluss haben, also auch die Leistungsfähigkeit im Beruf beispielsweise. Und last but not least natürlich auch das Wohlbefinden. Also Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin werden eben durch Bewegung angestoßen, die Produktion. Und das führt einfach zu einem besseren Lebensgefühl und zum höheren Wohlbefinden. Das ist auch in unfassbar vielen Studien belegt. Und insofern kann ich diesen Aspekt sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen lange keinen Sport getrieben haben oder das noch nie so, sage ich mal, regelmäßig in den Alltag integriert haben, dann ist das ja erstmal kein Teil des Lebens irgendwo, wie es bei mir irgendwie natürlicherweise ist. Ich habe aber erlebt, dass das in den letzten Jahren bei ganz, ganz vielen Menschen, die angefangen haben zu trainieren und die ich da betreuen durfte, relativ schnell zu einer Tradition, zu einem Ritual geworden ist. Und darüber dann eben auch kommt eben auch diese Komponente ins Spiel, dass man die Verbesserungen und die was einem der Sport gibt, auch eben aktiv wahrnimmt und plötzlich merkt, wenn man keinen Sport treibt, boah, irgendwie fühle ich mich anders. Und das ist spätestens der Moment, wo man dann feststellt, okay, Sport ist gut für mich und es ist nicht so, dass ich mich überwinden muss, Sport zu treiben, sondern es ist genau andersrum. Mir fehlt der Sport, wenn er nicht mehr da ist. Ja. Und diesen Punkt zu erreichen, das kriegt man nur über Regelmäßigkeit hin, weil der aller Anfang ist schwer. Das ist immer so. Ja, und der Körper muss sich daran natürlich auch erstmal wieder gewöhnen, weil wenn man jahrelang eben keinen Sport getrieben hat, dann gewöhnt sich der Körper dran. Wir sind super anpassungsfähig, leider in alle Richtungen. Und insofern, da müssen sich alle bewusst sein oder sollten sich alle bewusst sein im Positiven. Der Körper passt sich daran an und der freut sich dann langfristig total darüber. Ja, okay. Ja, also heißt es, du würdest schon quasi empfehlen, dass man sich am Anfang, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen zwingt. Ja, also da kommen wir zum Aspekt, der mir total wichtig ist. Das ist so die Planung. Das ist sowohl im Bereich Ernährung als auch im Bereich Sport total wichtig, weil man hat ja doch immer die leichte Tendenz dazu, etwas zu wollen, aber dann irgendwie nichts dafür tun zu wollen. Und das ist immer so das funktioniert nicht so richtig gut. Das habe ich gemerkt und das können, glaube ich, viele da draußen bestätigen. Und da gibt es eine Varianz, die liegt bei ungefähr 80%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben, viele Leute haben einen Wunsch, etwas zu tun oder etwas zu erreichen. Aber nur ungefähr 20% der Leute stoßen dann auch wirklich Handlungen an. Und das ist so die sogenannte Intentionsverhaltenslücke. Und die erklärt sich hauptsächlich darüber, dass es eben Menschen gibt, die eine Handlung sich erwünschen, aber dann an der Umsetzung in die Handlung scheitern. Mhm. Und die Umsetzung zu erhöhen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber jetzt was tue, was meinem Ziel zuträgt, das kann ich ganz stark erhöhen, indem ich eben vorausplane und mir einen ganz konkreten Plan mache, wann mache ich was. Und da ist es natürlich auch nicht verkehrt, sich ein bisschen Hilfe zu holen, sei es in Internetforen, sei es bei Bekannten, die vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben oder eben auch bei einem Trainer. Und so kann man dann sein Training strukturieren und kann genau sagen, okay, so sieht mein Zeitplan aus.
Und das habe ich zu erledigen. Und das ist eben notwendig, um eine Routine zu schaffen. Und irgendwann ist das so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass man diese Routine auch gar nicht mehr hinterfragt und gar nicht mehr sagt, okay, oh, jetzt muss ich schon wieder. Ja. So, und da hilft es natürlich auch, locker anzufangen. Das ist noch ein anderer Aspekt, der da total wichtig ist. Aber mit Plan rangehen und am Anfang ein bisschen zwingen ist sicherlich wichtig. Was ganz, ganz toll helfen kann, ist, andere Leute mit zu involvieren auch. Also das würde ich auch nochmal an der Stelle. Ja. Fördern wollen. Ja? Okay. Das Problem in Anführungsstrichen bei Sport ist ja natürlich auch, dass es einfach ein riesiges Angebot gibt. Ne? Es ist dann manchmal vielleicht fast überwältigend zu wissen, ja, wo fange ich denn jetzt an? Also was für ein Sport ist am besten und soll ich jetzt irgendwie sofort joggen gehen oder doch lieber ins Fitnesscenter? Und dann hört man wieder, ja, Krafttraining ist wichtig und dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich kann aber nicht drin trainieren, ich muss draußen sein. Also dieses Dilemma von, es gibt halt so viele und dann kommt wieder Yoga und dann kommt dies, ne? Also so irgendwie ja, alles. Diese schiere, ich sag mal, Vielfalt an Möglichkeiten, die man halt so hat. Was rätst du denn da, wie man da so am besten dran geht? Ja, das ist auch eine sehr coole Frage, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für alle, die langfristig Sport machen wollen. Weil im Endeffekt, es gibt viele Leute, die machen da so ein Projekt draus und sagen so, ich mache jetzt einen Monat lang dies, ich mache jetzt diese Challenge, dieses, jenes und danach ist wieder total Feierabend. Mhm. Und die wirklich guten Wirkungen von Sport, die erzielen wir langfristig. Und insofern ist es total wichtig, sich da irgendwo orientieren zu können und zu wissen, was macht mir auch langfristig Spaß, was motiviert mich. Und da zeigen auch Studien ganz klar, dass das der entscheidende Faktor ist, für durchgängig und langfristig ein Leben lang Sport zu treiben, dass ich einfach Bock drauf habe und dass mir das Spaß macht. Und insofern, ich habe das von dem Patrick Meinert neulich gehört, das fand ich sehr lustig. Der sagte, er trifft immer viele Eltern, die sich so darüber aufregen, dass die Kinder mal einen Monat lang Tennis spielen, dann wollen sie plötzlich Fußball spielen und dann wollen sie plötzlich dies machen und dann wollen sie plötzlich das machen. Und ich glaube, diese vielfältige Bewegungserfahrung ist aber genau das, was notwendig ist, um eben herauszufinden, was man gerne macht. Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt Dinge, die als wichtig bezeichnet werden, so ganz allgemein. Und dazu gehört unter anderem eben Krafttraining und dazu gehört auf der anderen Seite aus meiner Sicht eben auch Mobility oder Beweglichkeitstraining. Das sind zwei Aspekte, die langfristig sehr gute Wirkungen erzielen und die so, sage ich mal, als grundsätzliche Basis für ein gesundes Leben stehen. Das liegt einfach daran, dass sie unser Muskel- und Skelettsystem am besten schützen, weil man sehr kontrolliert, ohne äußere Einflüsse eben die Beschaffenheit seines Körpers positiv verändern kann. Und ich würde auch an der Stelle einmal kurz das Ganze auffächern wollen, weil ich glaube, viele haben da so einen sehr beengten Blick auf dieses Thema Krafttraining, weil für viele ist Krafttraining dann so, ich gehe ins Fitnessstudio, gehe an Maschinen und dann mache ich eintönige Bewegungen und langweile mich zu Tode. So, das ist für viele, was Krafttraining ist. Aber es gibt so viele Facetten von Krafttraining. Es gibt Krafttrainingsroutinen, die auch komplett draußen stattfinden. Es gibt Wege, Mittel und Wege, komplett ohne Zusatzgewichte zu arbeiten. Calisthenics, da arbeitet man nur mit dem eigenen Körpergewicht. Da gibt es auch Möglichkeiten, als totaler Anfänger mit zu beginnen. Es gibt Möglichkeiten, sich eher kreativ zu bewegen. Das ist so die Movement Culture, das sind so Animal Movements. Das hört sich erstmal total strange an, aber die gucken sich eben in der Natur von Tieren Bewegungen ab, die man nachahmt. Und da stellt man relativ schnell fest, das ist ganz schön anstrengend und das ist eben auch gerade muskulär ein interessantes Thema. Von Muskelgesundheit habe ich jetzt die Dehnkraft kennengelernt. Das ist so eine Mischung aus Kraftübungen und Beweglichkeitsübungen, die auch für jeden Anfänger durchführbar sind und die eben beide Aspekte direkt berücksichtigen. Aber das beantwortet deine Frage noch nicht komplett. Das ist erstmal so mein Take zum Thema Krafttraining. Es ist sinnvoll und es ist gut. Es gibt super viele Möglichkeiten, also sich damit auseinanderzusetzen, ist erstmal gut. Mhm. Und die Frage, womit fange ich an, ist glaube ich, eine Frage, die man nur beantworten kann mit, mach dir am besten eine Liste. Mach dir so eine Liste von Dingen, die du interessant findest und wo du irgendwie das Gefühl hast, vielleicht guckst du dir selber im Fernsehen gerne an oder du findest es spannend, wenn andere darüber berichten, wenn sie sowas machen. Und mach dir so eine Liste von Sportarten, die du kennst und die du vielleicht irgendwie interessant findest
Und dann würde ich einfach das Ganze mal so ein bisschen versuchen abzuklappern, weil es gibt inzwischen unglaublich gute Vernetzung und Plattformen wie beispielsweise Urban Sports Club bieten einem die Möglichkeit, extrem viele Sportarten auszuprobieren, ohne sich direkt auf eine so festnageln zu müssen, so ein 24 Monate, du kommst hier nicht mehr raus, Vertrag, der dann nach 3 Monaten nur noch abgezahlt wird mit einem runtergezogenen Mundwinkeln. Also das braucht man nicht. Ja. Man kann sehr, sehr viel ausprobieren und das sollte man auch tun. Ja. Ich glaube, es ist auch noch wichtig, dass man auch es in dem Sinne richtig betreibt oder so macht, dass es einem nicht schadet, weil ich kenne auch Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich angefangen zu joggen und jetzt tun mir auf einmal die Knie weh, also höre ich wieder auf. Also so dieses, ne, auch wie mache ich es wahrscheinlich? Also gerade jetzt so für die Anfänger, dass man eben, es gibt ja eine richtige Art zu joggen oder eine falsche wahrscheinlich, oder es gibt auch gute Schuhe und schlechte Schuhe und so weiter, dass man da halt schon auch irgendwo das von Anfang an auch so macht, dass man nicht quasi aus Übermotivation vielleicht den Körper so strapaziert, dass es dann irgendwie der Schuss nach hinten losgeht. Ja, das klassische Neujahrsphänomen eigentlich, was du da gerade beschreibst. Und ich würde auch sagen, es gibt viele Sprüche, die darauf abzielen. Merkt euch einfach einen davon. Also beispielsweise, man fährt nicht im 5. Gang an. Oder das Gleiche gilt für den Sport natürlich auch. Oder wenn du eine neue Sprache sprichst, dann schreibst du nicht gleich ein Buch, wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, sondern du fängst mit einzelnen Worten an und lernst die Grammatik. Und genauso läuft es eben auch beim Sport. Also es ist so, dass man sein eigenes Leistungsniveau, auch da gibt es spannende Untersuchungen zu, man überschätzt es aber als Anfänger häufig sehr stark. Und das heißt, langsam vortasten ist da wirklich die Devise. Und das gilt vor allem für gelenkbelastende Sportarten. Und da reden wir beispielsweise von Laufen. Das machen sich viele gar nicht klar, aber da wirken relativ starke Kräfte. Ja. Anders als beispielsweise beim Schwimmen oder anders als wenn man auf dem Ellipsentrainer sich bewegt, ist beim Laufen hast du eine starke Gelenkbelastung, weil immer wieder Impacts auf dem Boden wirken und die ziehen eben durchs ganze Gelenksystem. Und insofern würde ich beim Laufen grundsätzlich damit beginnen, erstmal einen Wechsel aus Gehen und Laufen zu machen am Anfang und sich da vorsichtig ranzutasten. Und dieses Laufen ohne Schnaufen ist vielleicht vielen ein Begriff. Das ist am Anfang schon total sinnvoll und auch einfach vielleicht gar nicht so sehr den Fokus auf das Laufen setzen, sondern einfach mal den Fokus auf das Draußensein, das Erleben von Natur, das Zwitschern der Vögel, vielleicht läuft man an einem Bach entlang und darauf mehr den Fokus zu legen. Und gar nicht so sehr darauf, dass man jetzt irgendwie auf die Uhr guckt, einen Puls kontrolliert oder sonst irgendwas, sondern erstmal nur schaut, okay, ich bewege mich jetzt erstmal um des reinen Erlebens willen und nicht um irgendein spezifisches Ziel zu erreichen. Ich weiß natürlich, dass das Abnehmen ein ganz, ganz starker Trigger ist, also ein ganz, ganz starker Förderer von Bewegung. Und häufig ist es ja auch so, man möchte dann ja in einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes erreichen, ein bestimmtes Gewicht erreichen. Und das ist auch sinnvoll. Dann kann man natürlich die Ernährung primär als Methode nehmen, um sich da ein Kaloriendefizit reinzuziehen sozusagen und kann auf der anderen Seite eben so ein bisschen das Ganze unterstützen, indem man sagt, okay, ich bewege mich eben auch regelmäßig, hat einen großen Einfluss, aber dieses Bewegen erstmal aus der Zielstellung rausziehen, sondern das nur als Ergänzung und zusätzliche Hilfestellung sehen, weil eben der Stoffwechsel angeregt wird, weil mehr Energie verbrannt wird, weil potenziell auch Muskeln aufgebaut werden, die eben mehr Energie verbrauchen, auch in Ruhe, als inaktive Strukturen. Und insofern haben wir da eine Möglichkeit, ein bisschen zusätzlichen Einfluss zu nehmen und das aber vielleicht in einem nicht ganz so zielorientierten und ergebnisorientierten Sinn. Ja, also ich habe ja auch schon mehrfach gelesen und ich glaube das eigentlich auch, dass für den Erfolg des Abnehmens eigentlich die Ernährung wichtiger ist als der Sport. Also wenn man jetzt rein vom Abnehmen selber spricht, quasi 80-20 ungefähr. Und was denkst du auch, dass es ungefähr so stimmen könnte? Also es gibt so zwei Sprüche, die ich dazu gerne selber benutze. Der eine Spruch ist, wenn du die bestmöglichen Ergebnisse erzielen willst, dann brauchst du 100% Ernährung, 100% Training und 100% Regeneration, Schlaf. Das ist so, das möchte ich den Leuten einfach vermitteln, wenn die sagen, okay, es gibt viele, die stecken sich sehr, sehr hohe Ziele. Und die denken, also, ich mache jetzt so total krass und ich mache alles auf einmal und 100% und 1000%. Und dann muss eben aber auch alles stimmen. Und der andere Weg ist, dass man sich vielleicht lieber so ein Fernziel vorstellt, ich möchte gesund leben und ich möchte ein gesundes Gewicht haben. Ich möchte, das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Und da muss man mal ehrlich zu sich sein. Und das ist eher so ein, ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
Und an der Stelle ist es definitiv so, dass die Ernährung den Faktor darstellt, der als allererstes angezielt werden muss. Die sollte gesund sein, die sollte auch verhindern, dass wir jetzt beispielsweise so Unverträglichkeitssymptome bekommen. Mhm. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen mehr in unseren Körper hineinhören und hören auch, was passiert da, und vielleicht auch mal uns informieren darüber, was ist denn gesund für uns? Was beispielsweise dein Thema, was ist gesund für die Darmflora? Extrem wichtiger Faktor, dass wir auch diese Dinge mal mit beachten und dann darüber dann beispielsweise auch Wassereinlagerungen verringern. Und das sind auch Sachen, die sich einfach gut anfühlen am Ende des Tages. Und so kommen wir, glaube ich, besser zu einem Ziel, als wenn wir jetzt irgendwo so diesen Hauruck-Gedanken da reinschmeißen und sagen, ich habe noch einen Monat bis zur Hochzeit und jetzt nach mir die Sintflut. Ne? Also ja. Funktioniert nicht besonders gut. Da geht es eher um Denkmuster, glaube ich, ja. Denke ich auch. Jetzt eben abnehmen, also würdest du schon unterschreiben, wenn jetzt jemand abnehmen möchte, dass das Sport auf jeden Fall hilft? Ja. Okay. Definitiv. Es gibt ein ganz interessanter Aspekt beim Sport und Abnehmen ist der, dass Menschen, die regelmäßig Sport treiben, viel mehr geneigt sind, eine Ernährung zu befolgen, also eine Abnehmen technisch wirkungsvolle Ernährung zu befolgen. Auch dazu gibt es Studien, weil man eben auch so ein bisschen Energie zusätzlich investiert und sagt, okay, ich mache jetzt auch Sport. Und wenn ich jetzt Sport mache, dann muss aber auch die Ernährung stimmen, weil sonst bringt mir das ja gar nichts. Ja. Und das ist auch so ein Schalter, der da umgelegt wird, der einfach hilft an der Stelle. Klasse. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die das umgekehrte Problem haben. Und das liegt mir auch noch auf dem Herzen, dass wir das besprechen. Also gerade jetzt Menschen, die Darmprobleme haben, kommen immer wieder zu mir und sagen, ich will nicht noch mehr abnehmen. Ich möchte meinen Darm sanieren, aber ich will auf keinen Fall noch weiter abnehmen. Und es ist natürlich so, dass wenn man die Ernährung umstellt, ich sage mal von vielleicht eher vielen Kohlenhydraten und gerade Menschen, die eben sehr, sehr schlank sind, die können ja quasi in Anführungsstrichen essen, was sie wollen und nehmen eben nicht zu. Und die einen denken dann, ja, die haben Glück, aber es ist so ein Glück, ist es eben auch nicht. Also gerade die Menschen leiden sehr oft darunter, weil sie eben dann so dünn sind und irgendwie nicht zunehmen können. Das heißt, aus, ich sag mal, Erfahrung ist es so, dass die Menschen sehr oft sehr viel Zucker essen, sehr viel schnelle Kohlenhydrate, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie so wenigstens nicht zu viel abnehmen. Und wenn ich dann natürlich die Ernährung umstelle auf darmfreundlich, dann lassen wir auch den Zucker mal weg, essen mehr Gemüse, richtig, essen gute Eiweiße, essen gute Fette. Und dann kommt eben sehr schnell diese Angst, ich will aber auf keinen Fall abnehmen. Und natürlich am Anfang, wenn ich umstelle, nehme ich ja auch, verliere ich Wasser. Vor allem, wenn ich vorher eher entzündungsfördernd gegessen habe und dann umstelle, dann verliere ich Wasser. Das heißt, ich nehme auf der Waage natürlich auch ab. Jetzt, was ist so aus deiner Erfahrung? Was sind Dinge, die man tun kann? Erstens mal, um nicht zu viel abzunehmen, respektive, was kann ich tun, um überhaupt zuzunehmen? Also es ist in der Hinsicht, ich würde das mal zweiteilen, die Antwort. Ein Aspekt, den ich, wo wir gerade beim Sport waren, den würde ich kurz mal mit reinschmeißen, weil es ist so, dass ungefähr 70% der Menschen ist es so, dass die ein erhöhtes Hungergefühl haben, wenn sie Sport treiben oder kurz danach. Das heißt, auch da kommt immer auf die Intensität an, aber auch da können wir einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wir vielleicht einfach unser Körper einfach das Gefühl vermittelt, mehr Energie zu benötigen und wir dadurch mehr essen können. Und der andere Aspekt ist der ernährungstechnische spezifisch. Ich gebe dir vollkommen recht, dass die meisten Leute einfach Zucker aus der Ernährung auf jeden Fall rausstreichen sollten oder so weit wie möglich reduzieren sollten. Für viele macht eine Kohlenhydratreduktion absolut Sinn. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, weil das ist wirklich ein schwieriges Thema, dass Menschen, also es gibt zwei Dinge, die Menschen daran hindern zuzunehmen oder die einen Einfluss auf dieses Körperbild eben haben. Das eine ist, wie man Nahrungsmittel verwertet, also ob man guter, schlechter Nahrungsmittelverwerter ist. Und das andere, das ist wahrscheinlich der größere Aspekt, ist eben das Hungergefühl. Und das ist sehr unterschiedlich, das ist genetisch sehr, sehr stark festgelegt. Und das hat eine ganz starke Einwirkung darauf, dass Leute dann immer sagen, ich würde gerne zunehmen, aber ich esse, bis ich platze. Wenn man dann sich aber Ernährungspläne anschaut, dann merkt man, dass jemand anders, der sagt, ich esse doch gar nichts, ich nehme aber ständig zu, das ist die Kalorienmenge, da bist du bei 3500 Kalorien. Und jemand, der sagt, ich fresse den ganzen Tag, ich nehme nicht zu, da hast du vielleicht 1800 Kalorien. So, und da ist es, da gibt es natürlich ganz starke Diskrepanzen zwischen der Wahrnehmung und dem, was tatsächlich passiert. Aber das lässt sich nun mal nicht auflösen, weil das Gefühl ist ja da. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen Flüssignahrung häufig besser vertragen und kalorisch höher zu sich nehmen können, wenn sie das zusätzlich ergänzen, als wenn sie nur feste Nahrung essen. Ich bin eigentlich ein Fan von fester Nahrung, muss ich dazu sagen, weil das auch
viele Prozesse im Körper eben anregt, das Kauen und so weiter. Mhm. Aber in diesem speziellen Fall würde ich sagen, da kann man eben auch ohne Kohlenhydrate, man kann sich Eiweiß- und fettreiche Nahrungsmittel, Avocado und sowas kann man auch mit in den Shake einarbeiten. Das hat relativ viele Kalorien. Das kann an der Stelle helfen, das eben nicht zu essen und zu kauen, sondern zu trinken, weil das vom Körper anders rezipiert wird. Ja. Das wäre so eine Sache, die ich gelernt habe. Und das habe ich gelernt tatsächlich aus dem Bodybuilding, weil dort gibt es ja diese Weight Gainer Shakes. Mhm. Warum das so gut funktioniert, also warum das die überhaupt gibt, habe mich gefragt, warum will jemand sich so einen Shake reinziehen, um mehr Gewicht zu haben? Und ja, das Spannende daran ist eben tatsächlich, dass Flüssigkalorien vom Körper anders wahrgenommen werden und da eben nicht auf zuckerreiche Flüssigprodukte zu setzen, sondern eben auf gesunde Nahrungsmittel, die man aber trotzdem flüssig zu sich nimmt, die energiereich sind, das kann helfen. Ja. Oh, genau, das wäre so mein Take dazu. Ja, und ich sage halt auch immer, zunehmen bedeutet ja nicht einfach nur auf der Waage quasi die Kilos nach oben zu holen, sondern zunehmen bedeutet natürlich, also ein gesundes Zunehmen. Ja, gehe ich mal von aus, dass man eigentlich gesund zunehmen möchte und dann möchte man ja nicht Fett zunehmen, sondern genau, dann doch lieber Muskeln. Ja, und vor allem, wir haben auch ganz häufig das Problem, dass die gleichen Menschen eben durch diese geringe Kalorienmenge, die sie so natürlicherweise zu sich nehmen, dass die, wenn sie sich dann schlecht ernähren, auch eher zu diesen Skinny-Fett-Typen gehören. Mhm. Also die sind dann sehr dünn, aber haben trotzdem einen hohen Körperfettanteil, was im Übrigen genauso wie bei hohem Übergewicht ein sehr starker Risikofaktor für verschiedene Krankheiten ist. Also da muss man sich nichts vormachen. Schlank bedeutet nicht gleich gesund. Und da muss man eben andere Parameter erheben, wie unter anderem Körperfett im Vergleich zu Muskelmasse. Ja. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und da auch deshalb auch nochmal der Faktor Training, den ich anfangs ansprach dazu. Mhm. An der Stelle Muskelmasse aufzubauen, ist auch extrem sinnvoll und hilfreich, weil das eben auch einen positiven Einfluss auf die beispielsweise Insulinsensitivität hat, einen sehr starken Einfluss, auch temporär begrenzt, aber nach jedem Training hat man da ein Fenster von ungefähr, ich glaube, es sind 18 Stunden, in denen die Insulinsensitivität, also die Verarbeitung von Kohlenhydraten massiv besser funktioniert im Körper. Und deshalb ist auch gerade für diese Leute, die da ein Problem haben, an der Stelle ist es häufig sinnvoll, Krafttraining, tatsächlich Krafttraining, volumenorientiertes Krafttraining zu machen. Ja, ja. Weil ja, also Muskeln aufbauen kann man tatsächlich nur, wenn man sich auch bewegt. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach einen Eiweißshake trinken und denken, man würde davon Muskeln zunehmen. Das wäre toll. Ich glaube, diese Wunderpille, die sucht der Mensch ja schon seit Jahrhunderten. Also was ich habe mal so ein kleines Overview gemacht über die ganzen Sachen, die in den letzten Jahrzehnten so in der Werbung so vertreten waren. Da gab es angefangen mit so Bauchweggürteln und Dingen, die man so EMS-Teile, die man sich einfach auf der Couch halt draufhaut und sich dann Strom durch den Körper jagen lässt, damit die Muskeln anspannen. Aber am Ende des Tages muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass Bewegung A total natürlich ist, dass Anstrengung natürlich ist und dass unser Körper das auch möchte. Unser Körper freut sich total drüber, ne? Gerade in Stresssituationen, wenn wir gestresst sind, das Gefühl haben, boah, irgendwie ich explodiere gleich oder ich lege mich hin und mache den Mungo und stelle mich tot. In den Situationen ist es so, dass unser Körper Belastung haben möchte. Der will, dass wir da in dem Moment was durch die Gegend schmeißen, dass wir irgendwas machen, dass wir sprinten, dass wir uns bewegen. Und insofern, ich glaube, diese Natürlichkeit, die dahinter steht, die ist auch, die geht über diese Fitnessstudios ein bisschen verloren. Das sehen ja viele als so ganz künstlich und so eingesperrt und eingeschlossen ein. Aber da würde ich dann wirklich mal versuchen, den Blick zu erweitern, mal schauen, wie sieht denn so ganz klassisches Krafttraining, Turnen, Leichtathletik vielleicht auch, ist eine spannende Sache. Schwimmen ist eine spannende Sache. Aber auch Training mit freien Gewichten, wo man wirklich den Körper auch und die Koordination irgendwie hinbiegen muss. Das sind Varianten und Wege, die ich für viel spannender halte als dieses Maschinentraining, was ja grundsätzlich erstmal erfunden wurde, um Verletzungsgefahr zu minimieren. Mhm. Aber ganz ehrlich, lieber langsam anfangen mit einem Training, was wirklich Spaß macht und was man auch länger durchhalten kann, als nur den Fokus auf, oh Gott, Hauptsache ich verletze mich nicht. Ja. Ist keinen langfristigen Sinn. Ja. Für wie sinnvoll hältst du es denn, das auf eigene Faust zu machen? Eigentlich jetzt im Sport würde ich jetzt eigentlich immer empfehlen, sich da auch einen Trainer zu holen, um das wirklich auch richtig zu lernen. Trainer ist eine sehr gute Sache. Eine Community ist auch eine gute Sache. Ein Verein ist auch eine super Sache. Die sterben leider aus, ist trotzdem nach wie vor eine gute Sache. Wenn man so ein Einzelgänger ist, und da gibt es viele von,
dann gibt es inzwischen Möglichkeiten, sich über Apps relativ gut abzudecken mit relativ guten Trainingsprogrammen, auch für Einsteiger. Und die andere Sache ist eben die, dass man auch einfach mal wieder Bücher lesen kann. Also es gibt enorm viele Bücher, die sich mit dem Thema befassen. Mhm. Da an der Stelle gibt es einen kleinen Haken, und zwar, selbst wenn ich der totale Einzelgänger bin und alles alleine machen möchte, holt euch in diesem großen Sumpf an Büchern und Apps, die es gibt, einen Tipp, welche vielleicht sinnvoll ist von einem Experten für euch. Weil auch das ist so, sonst guckt man da rein und sucht nach, was weiß ich, Laufanfänger-App. Und dann kriegt man 100 Millionen Ergebnisse. Und genau da ist es auch oft an der Stelle hilfreich, mal kurz jemanden zu fragen, der vielleicht schon mit was gearbeitet hat, und sich Tipps abzuholen, in Internetforen mal kurz zu gucken. Aber man kann das auch alleine hinkriegen. Es ist sicherlich im Vergleich zu den anderen Varianten, Verein, persönlicher Trainer oder in der Gruppe gecoacht zu werden, der weniger leichte Weg. Das ist schon ein schwierigerer Weg, definitiv. Ja. Weil auch die soziale Unterstützung, habe ich glaube ich schon mal kurz angesprochen, soziale Unterstützung, die man erfährt, dadurch, dass man in einer Gruppe ist oder dadurch, dass man mit einem Trainer ist, der einen motiviert, ist ein extrem wichtiger Faktor, um dran zu bleiben am Sport. Das ist so der Faktor, der einen von diesem Anfänger letztendlich zu einer Regelmäßigkeit häufig am meisten führt. Okay, klasse. Ja, ich glaube, jetzt so zusammenfassend kann man eigentlich sagen, also wichtig auf jeden Fall ist so diese Kombi von Ernährung und Sport und auch Erholung, was ja viele dann auch wieder vergessen, ne? Also so diese drei Dinge, die gehören auf jeden Fall zusammen. Und dass man das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern dass man es geplant und koordiniert irgendwie angeht. Ja. Magst du vielleicht mal noch erzählen, was ihr anbietet mit UpFit? Ja, sehr gerne. Also UpFit ist geboren aus der Idee, dass wir Menschen, die Probleme haben, ihre Ernährung zu planen und dort immer wieder an Grenzen stoßen, dass wir denen eine Hilfestellung bieten wollten. Das war vor 2016 roundabout, also Anfang. Und die erste Idee war, dass wir das wirklich konkret machen wollen. Also nicht irgendwie, es gibt viele, viele Seiten, die eben sagen, ist das, sondern wir wollten ganz konkret dieses Rezept mit diesen Makronährstoffen, die auf dein Körperbild und dein Ziel zugeschnitten sind, das sollst du bekommen. Und natürlich auch dann mit Mikronährstoffen, also Vitaminen, Mineralien, alles abgestimmt, sodass du perfekt versorgt bist. Das war unsere Grundidee. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt zu einer Plattform, auf der wir versuchen, immer mehr verschiedene Themen abzubilden und eben auch den Sport einzubinden, auch mentale Aspekte einzubinden, psychologische Aspekte einzubinden. Und natürlich aber immer mit dem Fokus Ernährung und bei Ernährung ganz stark natürlich mit dem Fokus Abnehmen. Das ist unsere Hauptkundschaft, sage ich mal auch. Menschen, die abnehmen wollen und da eben einfach einen konkreten Plan brauchen, um da voranzukommen. Weil Planung habe ich ja schon erwähnt, ganz wichtiger Faktor, um voranzukommen im Leben und vor allem um einen Wunsch in die Tat umzusetzen, hilft es total zu planen. Und wenn wir für dich den Plan übernehmen sozusagen und du den nur noch abholen musst und nur noch machen musst, ist es natürlich nochmal ein bisschen leichter, weil dir die Zeit, die für die Planung drauf geht, eben wegfällt. Ja. Und wir haben das Know-how im Background, wir haben das ist alles wissenschaftlich aufgearbeitet und abgedeckt mit den Erfahrungen von Jahrzehnten aus Trainertätigkeit. Und darauf basieren eben unsere Pläne, die wir machen. Und ja, ich habe ja jetzt den neuen Podcast noch gemacht, wo ich dich auch schon interviewen durfte. Genau. Und das ist jetzt unser neuestes Tool. Also wir versuchen immer weiter zu wachsen, immer mehr Möglichkeiten zu bieten, sich über das Thema zu informieren. Und wenn du sagst individualisierte Pläne, also ist es wirklich individuell? Das heißt, kann ich da sagen, ich vertrage dies nicht oder ich habe eine Histaminintoleranz oder weiß auch nicht. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist genau der Punkt, worum es uns geht. Genau, dass du eben hingehen kannst. Du kannst unter anderem Nahrungsmittelunverträglichkeiten angeben. Du kannst auch einfach sagen, Nahrungsmittel ausschließen, die du nicht magst. Du kannst deine Ernährungsform angehen. Wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, ich möchte jetzt anfangen, mich vegetarisch oder vegan zu ernähren oder ich möchte mich Paleo ernähren, dann kannst du das auch angeben. Das ist abgestimmt auf dein aktuelle Körpergröße, Gewicht, Alter, Muskelmasse, Anteil beziehungsweise Körperfettanteil. Und dann eben auf dein Ziel. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt 5 Kilo abnehmen, dann planen wir das so, dass du über den Zeitraum, für den der Plan läuft, 5 Kilo abnehmen solltest. Und das klappt sehr, sehr gut. Also wir haben so eine ganze Sektion mit Erfolgsgeschichten, wo Leute darüber berichten, wie das bei ihnen funktioniert hat. Ich hatte selber schon den Hannes im Podcast, das ist ein UpFit-Nutzer, der 20 Kilo abgenommen hat mit unseren Plänen und der super happy ist, der jetzt sogar einfach mal aus Spaß probiert, sich vegan zu ernähren, weil er einfach
Abfit so toll findet und das weitermacht, obwohl er sein Ziel eigentlich schon erreicht hat. Ja. Und genau, und diese Individualität eben, dass man auch entscheiden kann, wie oft koche ich. Koche ich für den nächsten Tag mit vor oder koche ich für eine andere Person mit? Wie viel Budget habe ich, wie viel Kochzeit habe ich zur Verfügung? Also wir versuchen wirklich alles abzudecken und wenn es noch Ideen gibt, wo Leute sagen, hey, die Funktion wäre noch total toll, dann haben wir auch eine Möglichkeit, dass man das uns schreibt und versuchen wir wirklich unser Bestes, um das Ganze noch zu integrieren. Haben da auch schon viele coole Ideen, muss man echt sagen, von unseren Nutzern bekommen, die wir dann umsetzen konnten und wo wir das Produkt einfach noch besser machen konnten. Klasse. Und wie bringt ihr den Sport da mit rein? Also wenn jetzt jemand sagt, jetzt hat mich das total überzeugt mit dem Sport, also gibt es da wirklich eine Möglichkeit, dass ihr da auch quasi Online-Unterstützung bieten könntet? Ja, wir haben online Ernährung, nicht nur Ernährung, sondern auch Trainingspläne. Das sind Trainingspläne für Muskelaufbau haben wir. Wir haben aber auch für Training zu Hause ohne Geräte. Und wir haben auch Laufpläne. Und da im spezifischen Laufpläne auch für eine bestimmte, also wenn man anfangen möchte, aber auch für bestimmte Zeiten, wenn man sich jetzt irgendwie weiterentwickeln möchte. Auch das. Und ja, wir haben auch so ein paar Trainingsvideos natürlich am Start, wo man dann, wenn man eher so der optische Typ ist, dann einfach quasi mittrainieren kann, sich das anschauen kann. Das haben wir jetzt relativ neu gestartet. Und ja, insgesamt versuchen wir das natürlich auch weiter auszubauen, dann noch mehr Pläne zu liefern. Aber das ist dabei und das gehört auch für uns dazu, dass man eben, wenn man sich einen einen Ernährungsplan macht, dass man eben auch die Möglichkeit hat, sich einen Trainingsplan abzurufen, der dem Ziel entspricht. Wir haben auch in der Abfrage so eine Logik drin, dass wenn jemand seine Werte angibt und dass wir dann auch bei manchen dazu schreiben, hey, für dich, ne, du hast jetzt angegeben, du machst 0 bis 1 Mal Sport die Woche, versuch doch mal 1 bis 2 Mal oder 2 bis 3 Mal die Woche Sport zu machen. Also solche kleinen Einwürfe und so kleine Piekser bauen wir da auch mit ein, um die Leute da zu motivieren. Mhm. Genau, und das alles mit drin. Ja, klingt doch super. Ja, das ist unsere Mission. Also wir stecken da, also muss man auch sagen, das Team steckt da voll mit Herzblut da drin und das muss ich auch immer wieder, also super, super Team. Alle haben da total Bock drauf und wir wollen da primär den Menschen helfen. Unser Service ist deshalb auch immer am Rotieren. Also wir haben da auch die Möglichkeit, sich telefonisch zu erkundigen, wenn man irgendwie Probleme hat. Ja. Und seit Neuestem haben wir auch bieten wir auch quasi so zusätzliche Service-Telefonate an. Also wir geben unser Bestes. Super. Und es gibt keine Ausrede mehr sozusagen. Ja, genau, das ist schwierig. Das wollen wir den Leuten, und das wollen Leute so mitnehmen. Das ist das Einzige. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Gibt es am Schluss noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, danke dir erstmal und ja, an alle Hörer da draußen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast hier als kleine Aufforderung und Motivation nehmt, regelmäßig Sport zu treiben oder vielleicht mal neue Sachen in der Bewegung auszuprobieren. Oder ansonsten, ja, ihr seid ja bei Julia in sehr guten Händen, wenn es darum geht, euren Darm gesund zu halten. Und wenn ihr das beides zusammenbringt, dann habt ihr richtig gute Chancen, einen guten Weg einzuschlagen. Das sind so meine Worte. Mega. Vielen lieben Dank und ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben. Ja, Julia, ich mich auch. Bis dann. Bis dann, ja. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, das war also unser Interview. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde, Till hat super Impulse gegeben und hat das super gut erklärt. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was du zu dieser Folge sagst und vielleicht auch, ob du die Upfit-Plattform einmal ausprobierst. Schreib mir also gerne, falls du das tust und wie es dir gefällt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch eine gute restliche Woche und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ach ja, falls es dich interessiert, verlinke ich in den Folgenotizen auch noch mein Interview bei Till in seinem Podcast von Upfit. Und ja, vielleicht hast du Lust, da auch noch reinzuhören. Also du findest das in den Folgenotizen, die findest du auf www.gruber-ernährung.ch/097. Bis bald, tschüss! Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch.